Welches HDMI-Kabel ist das richtige? Was bedeutet 1.4 und 2.2? Und was ist der Unterschied zu anderen HDMI-Typen? Hey, ich bin Jan, selbstständig als YouTube-Cutter und KI-Video-Content-Creator. Alleine schon deshalb bewege ich mich täglich zwischen Kabeln, Steckern und Adaptern. Richtig gehört, HDMI-Adapter für Monitor oder Fernseher brauchst du leider auch irgendwann. Lass uns in diesem Video einen Blick auf die wichtigsten HDMI-Typen und deren Eigenschaften werfen. Yeah. Alle Kabel und Adapter sind in der Beschreibung verlinkt. Mit HDMI 1.0 bis 1.3 gewinnst du heutzutage keinen Blumentopf mehr. Diese Versionen gelten als die HDMI-Erstgeborenen. Sie liefern dir eine grundlegende Übertragung von Audio- und Videosignalen. Der damals aktuelle Standard ermöglicht dir eine simple Verbindung zwischen verschiedenen Geräten. Aufgrund der fehlenden Kompatibilität zu 4K oder HDR ist HDMI 1.0 bis 1.3 in modernen Devices wie Fernseher und Monitor nicht mehr zu finden. Auflösung maximal 2260 x 1440 bei 60 Hz. Steckertyp ist HDMI A und C. Eine Besonderheit bei diesen Kabeln ist die sogenannte CEC-Unterstützung. Dieses HDMI-Kabel liefert zum ersten Mal in 4K ab. Die Version 1.4 ist ab 2009 ein großer High-Speed-Schritt in der HDMI-Entwicklung. Im Vergleich zu seinen Vorgängern liefert der Standard eine höhere Bandbreite und erstmalig die Übertragung in 4K-Auflösung. Außerdem führt HDMI 1.4 den Audio Return Channel ein, der es dir ermöglicht, Audiosignale von einem Fernseher ohne zusätzliches Audiokabel an ein Sounddevice zurückzusenden. Auflösung maximal 1496 x 2260 bei 24 Hz. Steckertyp ist HDMI A, C, D und eine Besonderheit bei diesen Kabeln ist 3D-Video für Filme und Gaming. Mit diesem HDMI-Kabel machst du vor 10 Jahren nichts falsch. Ab 2013 steht Version 2.0 in den Startlöchern und kommt mit noch mehr Power um die Ecke. Dank einer deutlich höheren Bandbreite ermöglicht es dir erstmals die flüssige Übertragung von 4K-Videos. HDMI 2.0 wird schnell zum Standard für moderne Fernseher, Player und Spielekonsolen. Der Ethernet-Kanal sorgt über das HDMI-Kabel für eine direkte Netzwerkverbindung. Auflösung maximal 3340 x 2260 bei 60 Hz. Steckertyp HDMI A, C, D und eine Besonderheit bei diesen Kabeln ist die erstmalige HDR-Unterstützung. Doppelt so gut, zumindest was die numerische Auflösung betrifft. Mit HDMI 2.1 hält 8K Einzug in die HDMI-Technologie und sorgt somit vor allem beim Zocken für ein flüssigeres und detailreicheres Bild. Darüber hinaus bietet dir HDMI 2.1 Features wie Variable Refresh Rate für ein ruckelfreies Gaming-Erlebnis, Auto Low Latency Mode für eine minimale Latenz und Dynamic HDR für einen erweiterten Dynamikumfang. Auflösung maximal 780 x 4320 bei 60 Hz, Steckertyp A, C, D und eine Besonderheit bei diesen Kabeln ist erstmals die Unterstützung von 8K. Doppelte Geschwindigkeit und doppelte Auflösung. HDMI 2.2 läuft mit bis zu 96 Gigabit pro Sekunde doppelt so schnell wie die vorherige Version. Mit einer Vorbereitung auf 16K schiebt dir ein HDMI 2.2 Kabel damit doppelte Power durch die Leitung. Ist auch nötig, denn aufgrund von Display Stream Compression futtern Gaming-Monitore mit 4K-Signalen bis zu 500 Hertz. Mit HDMI 2.2 soll dank Latency Indication Protocol kein Audio- und Videoversatz spürbar sein. Auflösung maximal 515360 x 8640, Steckertyp Ultra 96 HDMI Kabel. Und die Besonderheit bei diesen Kabeln sind 16K LiP und AR. Es kommt halt doch auf die Größe an. Auch wenn du unter dem Begriff HDMI-Kabel vermutlich erstmal an den großen Stecker denkst, gibt es da verschiedene Größen. Neben dem bekannten Standardkabel stöpselst du die kleineren HDMI-Mini-Kabel an kompakte Geräte wie Notebooks, Tablets und Kameras. Das noch kleinere HDMI-Mikrokabel findest du an noch kompakteren Geräten wie Smartphones und Digitalkameras. Beide Kabeltypen bieten dir bewährte Funktionalitäten, sind aber wegen ihrer Größe anfällig für Knicke oder Kabelbruch. HDMI oder DisplayPort, wann brauchst du welche Schnittstelle? Dein HDMI-Kabel steckst du meistens in Fernseher, Blu-ray-Player und Spielekonsolen rein. DisplayPort hingegen hat eine starke Fanbasis im PC-Bereich und ist deshalb häufig an Grafikkarten und Monitoren zu finden. Während HDMI für die meisten Anwendungen wie Filme und Serien Streaming ausreicht, taugt DisplayPort für anspruchsvolle Anwender, insbesondere für Gamer, die hohe Bildqualität und niedrige Latenzen benötigen. Beide Schnittstellen sind in der Regel abwärtskompatibel,
sodass deine älteren Geräte auch mit neueren Kabeln funktionieren. Was nutzt du am meisten? Was bei HDMI auch immer ein Thema ist, sind Adapter in gefühltermaßen allen Farben und Formen. Nervig, aber halt leider ab und zu notwendig. Ein HDMI auf USB-Adapter, hier am Beispiel USB-A, wird eine praktische Lösung für dich sein, wenn du einen Laptop ohne HDMI-Anschluss hast. Oder wenn du ein HDMI-fähiges Gerät an einen Monitor oder Fernseher ohne USB-Slot anschließen musst. Die klassische Anwendung für so einen Adapter ist deine nächste Präsentation in der Schule oder an der Uni. Gilt übrigens alles auch für weitere Anschlüsse wie DVI. Beachte, dass nicht alle USB auf HDMI-Adapter die gleiche Leistung bieten, vor allem nicht von Billigmarken. Da Kabel leider nicht gleich Kabel ist und es verschiedene Längen, Typen, Farben und Stecker gibt, liefere ich dir 4 kleine Schritte, um das passende Kabel zu finden. Nummer 1. Anforderungen checken. Irgendwo auf Fernseher, Player oder Spielekonsole steht die HDMI-Anforderung des Herstellers. Orientiere dich daran. Nummer 2. Verwendungszweck definieren. Lege vor dem Kauf eines HDMI-Kabels unbedingt für dich fest, was deine hauptsächliche Anwendung sein wird. Nummer 3. Richtiges Kabel auswählen. Vorsicht bei Begriffen wie Standard, Highspeed, Ultra Highspeed und AOC. Diese Kabel liefern unterschiedliche Features. Nummer 4. Echtheit überprüfen. Statt ein günstigeres Kabel zu kaufen, bleibst du mit einem Gütesiegel glücklicher. Achte beim Kauf auf das offizielle HDMI-Logo. Fazit: Für die meisten Nutzer reicht HDMI 2.0 meiner Meinung nach völlig aus, denn damit lassen sich 4K-Inhalte in hoher Qualität genießen. Für flüssige Bewegungen und Gaming ist eine hohe Bildwiederholrate wichtig, also mindestens HDMI 2.1. Tipp: Die HDMI-Spezifikation wird ständig weiterentwickelt. Daher ist es äußerst wahrscheinlich, dass künftig weitere HDMI-Typen mit höheren Bandbreiten und neuen Funktionen erscheinen. Hast du noch Fragen zu HDMI im Allgemeinen oder zu Kabeln im Speziellen? Achtest du beim Kauf überhaupt auf die Version oder klappt alles bisher auch so? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.